Es wurden meine Zähne abgeschleift, was ist passiert? In diesen Zahn haben wir einfach quasi das Non-Calculat draufgeklebt. Meine Standard-Dinge. Also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte noch über Jahre einen Milchzahn. Schaut mal Leute, wie dünn die sind. Dann natürlich eine sehr interessante Frage, und zwar, wie viel kosten die Non-Prep-Veneers? Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Ich habe meine Zähne machen lassen. Die sind jetzt ready. Ihr seht jetzt schon das Ergebnis. Ich zeige euch aber alles Mögliche jetzt in diesem Video. Ich habe ein bisschen mitgevloggt und ich erzähle euch mal, was ich gemacht habe, wieso ich es gemacht habe, was es überhaupt ist und keine Ahnung was. Wurden meine Zähne abgeschleift? Was ist passiert? Das zeige ich euch alles in den Videos, werde ich euch alles erzählen. Deswegen let's go, Freunde. Ich hatte ja mit 20, glaube ich sogar, eine Zahnspange bekommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, wenn ihr mich so lange noch verfolgt, dann wisst ihr, dass ich damals eine Zahnspange trug. Es war furchtbar, so schrecklich, mit so einem Alter noch eine Zahnspange zu tragen, wirklich. Also, es war so anstrengend, aber ich habe es 2 Jahre durchgezogen oder sogar länger, bis sie endlich raus konnte. Ich hatte aber immer noch trotzdem einen Eckzahn, der ultra schief war, den habe ich gerade bekommen. Ich habe grundsätzlich eine Zahnspange bekommen, weil ich einen Milchzahn noch hatte, der nicht rausgekommen ist, weil da keiner nachkam. Weil normalerweise die normalen, richtigen Zähne drücken ja die Milchzähne raus und deswegen fallen die Milchzähne raus, sonst bleiben die Zähne drin. Also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte noch über Jahre einen Milchzahn, der so fest saß, dass wir den irgendwann halt rausnehmen mussten, rausziehen mussten so richtig. Ja, weil da ist halt keiner nachgewachsen, keine Ahnung, Defekt halt, Gendefekt, keine Ahnung. Ich habe auch eine Freundin, die hat dasselbe Problem. Ich weiß nicht, ob einer von euch das auch hat. Ja, und dann hatte ich da halt eine Lücke, deswegen mussten wir die irgendwie schließen. Meine Zähne waren sowieso nicht so gerade. Ich hatte vorher noch nie eine Zahnspange. Deswegen dachte ich mir, komm, benutze jetzt einfach meine Zahnspange. Danach hatte ich immer noch so, war ich immer noch nicht so ganz zufrieden. Hatte, boah, mein Kieferorthopäde war auch, ich habe ihn gar nicht gemocht. Ich will dazu nicht sagen, aber boah. Das war so schlimm. Wenn ich da hingehen musste, ich war immer so schlecht gelaunt. Ich habe es so gehasst, da zu sein. Jedenfalls habe ich danach auch mal Invisaligns ausprobiert. Boah, Leute. Größten Respekt an jeden von euch, der das durchzieht, weil ich habe das gemacht und es war eine Qual. Es war eine Qual, das jeden Tag durchgehend zu tragen. Du hast die ganze Zeit so ein Stück in deinem Mund und ich finde es einfach furchtbar, dieses Gefühl allein. Dann immer beim Essen diese Invisalign ausziehen, immer wieder säubern, putzen, dann wieder reintun. Ne. Boah, halte ich ja. Ich kann es nicht. Nachts tragen ist ja dann vielleicht noch so, ja, okay, aber über den Tag. Größten Respekt an euch alle, wenn ihr das könnt. Dann habe ich durch Romina tatsächlich erfahren, dass es etwas gibt, das nennt sich Non-Prep-Veneers. Du bekommst also Veneers auf deine Zähne geklebt, die ganz dünn sind, wo nichts geschliffen wird. Also wo dein Zahn darunter heile bleibt, da wird nichts geschliffen, nichts abgemacht, gar nichts. Das würde ich niemals machen, außer ich habe wirklich starke Probleme mit meinen Zähnen und braucht das, dann würde ich vielleicht auch sowas eingehen. Ne? Ich verstehe auch Leute, die sowas machen, wenn sie super unzufrieden sind mit ihren Zähnen, bla bla bla. Aber ich hatte ja, oder ich habe auch gesunde Zähne, deswegen wollte ich die jetzt nicht abschleifen. Habe ich das bei Romina gesehen, hat sie mir das erzählt und hat mir dann von Inodentum erzählt, wo ich dann auch mal hingegangen bin und mich informiert habe, was sind denn überhaupt diese Non-Prep-Veneers? Also Veneers kennen wir alle. Wenn ich Veneers höre, denke ich an abgeschliffene Zähne, so kleine Stümmel. Und dann werden da neue Zähne draufgesetzt. Daran denke ich, wenn ich das Wort Veneers höre. Aber Non-Prep-Veneers sind halt einfach wirklich ganz, ganz dünne Veneers. Werdet ihr auch gleich im Blog nochmal sehen. Da zeige ich euch das genau, wie dünn die sind. Die werden dann einfach auf deine eigenen Zähne draufgeklebt. Die werden extra angefertigt, perfekt zu deiner Zahnfarbe entsprechend. Und genauso natürlich, wie auch deine Zähne sind. Also wirklich, damit es super, super clean aussieht. Und ich würde mal sagen, wenn ich euch jetzt so meine Zähne zeige, ich glaube, ihr könntet nicht schätzen, was ist daran jetzt Veneer und was nicht. Das erste Mal, als ich bei Inodentum in Bochum war, habe ich ihn erstmal ein bisschen kennengelernt, haben ein bisschen gequatscht, er hat mir erzählt, was diese Non-Prep-Veneers überhaupt sind und was er da alles macht und so. Es war total spannend. Er ist auch super nett und super cool. Also es hat übel Spaß gemacht mit diesem Team. Ich habe erstmal eine professionelle Zahnreinigung gemacht, weil ich wollte natürlich auch erstmal auf den perfekte Standard kommen, bevor wir diese Veneers aufkleben und uns darum kümmern. Deswegen wollte ich eine professionelle Zahnreinigung. Das hat auch übrigens meine Zähne so krass hell wieder gemacht, also so weiß. Deswegen, das kann ich euch echt ans Herz legen. Ich weiß nicht genau, ob das, ich glaube sogar, das wird nicht gesetzlich bezahlt, aber es ist nicht teuer. Ich glaube, es kostet keine 100 Euro. Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber das lohnt sich. Macht das mal. Macht es auf jeden Fall mal. Ihr werdet sehen, eure Zähne
werden so viel weißer und sehen dann schon viel, viel krasser aus. Da braucht man gar nicht bleachen, wenn man einfach mal die professionell reinigen lässt, weil danach sind die schon richtig, richtig hell. Aber weil ich natürlich noch heller wollte, bevor wir die Veneers machen, haben wir nochmal gebleached ein bisschen und meine Zähne nehmen das irgendwie ultra krass auf. Wir haben, glaube ich, 45 Minuten gemacht und meine Zähne sind geisteskrank hell geworden. Daraufhin haben wir dann halt die Veneers erstellt, und zwar 3 Stück. Die Veneers liegen jetzt auf meinen 2ern und auf dem 1/3er. Ihr werdet auch gleich nochmal das vorher sehen und dann zeige ich euch genau, wo jetzt meine Problemstelle lag. Es ist natürlich nichts Essentielles, es ist nichts super Schlimmes und so, aber ich wollte es halt einfach gern perfekt haben. Und weil ich die Möglichkeit hatte und ihn kennengelernt habe, dachte ich mir so, boah, cool, das will ich unbedingt mal ausprobieren und vor allem euch zeigen, weil ich wusste vorher nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, dass es existiert. Ich hatte keine Ahnung davon. Deswegen habe ich euch so ein bisschen mitgenommen, habe euch auch auf Instagram ein bisschen was gezeigt. Und jetzt gehe ich nochmal exakt drauf ein und erzähle euch nochmal genau alles drumherum. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr auf jeden Fall in den Kommentaren schreiben. Ich beantworte euch alles. Oder falls es irgendwelche Fragen gibt, die ich euch nicht beantworten kann, kann ich den Arzt auch nochmal fragen. Dann kann er euch die auch beantworten oder ich beantworte euch die in seinem Namen. Genau. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie meine Zähne vorher aussahen und wie es denn war, als ich dann da ankam. Meine Zähne waren, wie gesagt, gebleached, Freunde. Wir haben alles schon vorher erledigt und jetzt geht's los. Jetzt ist der Termin, wo es zur Sache ging. So, Freunde, Kaffee und ein Snack ist am Start. Muss mich ein bisschen beeilen, weil Berufsverkehr ist um die Uhrzeit und ich nach Bochum fahren muss. Okay, ich bin angekommen. Ich mache mich jetzt auf den Weg jetzt rein. Oh, ich kann euch jetzt mal kurz meine Zähne zeigen, weil jetzt ist das Licht ganz gut. Das sind meine Zähne. Ich hoffe, ihr das seht, aber dieser Eckzahn ist sehr, sehr schief. Mit meiner Zahnspange haben wir den auch nicht gerade bekommen. Deswegen werden wir da auch ein Veneer drauf machen, was den optisch einfach gerade aussehen lässt, weil der wirft halt sozusagen hier so in den Schatten. Und auch von der Seite sieht das nicht optimal aus. Also diese zwei kleinen hier werden optisch größer gemacht durch die Veneers und länger, damit das alles einfach ja, proportionaler ist und passt. Das macht auf jeden Fall einiges aus, auch wenn es nur 3 kleine Klebeveneers sind, würde es viel ausmachen und da freue ich mich sehr drauf. Boah, was ich noch machen wollte, Leute, muss ich mal gleich fragen. Es gibt so Zahnschmuck, also so Zahnsteinchen, die du dran machen kannst. Ja, ein pinkes Auto. Die sind sehr, sehr schön und das würde ich auch gerne machen. Ich muss mal fragen, ob er das vielleicht auch macht. Boah, da habe ich auch voll Bock drauf. Finde ich richtig schön. Müssen wir mal gucken. Ich gehe jetzt mal rein. Freunde, ich bin da. Hallo. Hallo, willkommen. Es geht los. Es wird ernst. Schaut mal, Leute, wie dünn die sind. Ich guck mal, ob er von hinten, ohne dass sie jetzt fallen. Ja. Crazy. Ich hoffe, meine Zähne sind noch so weiß. Ich weiß nicht, was du gemacht hast mit deinen Zähnen, aber sie sehen auch gut aus. Als erstes haben wir die Veneers zur Probe mal so ein bisschen locker aufgeklebt. Also jetzt nicht so final, sondern mal probeweise aufgeklebt, um zu gucken, ob alles stimmt, ob alles passt, ob ich damit fein bin, um es dann final aufzukleben und alles ready zu machen. Dann haben wir auch nochmal extra Vorher-Nachher-Bilder gemacht, als ich noch die Probe-Veneers drauf hatte, damit wir wirklich gucken können, okay, das ist perfekt, so genau so will ich es und jetzt können wir loslegen und können es final machen. Uns geht es erstmal um die Form und du siehst hier so Bläschen. Das hat damit zu tun, weil da noch ein bisschen Luft dazwischen ist. Nächster ist jetzt, den provisorischen Kleber drüber zu machen. Aha. Dann machen wir zu testen und dann gehen wir ins Studio. Bei den Vorher-Nachher-Bildern seht ihr auch direkt den Unterschied. Es ist wirklich, es sind nur 3 Veneers, die ganz dünn und schmal auf meine 2er und den 1/3er draufgeklebt worden sind. Und es macht einen riesen Unterschied. Also, wenn ihr euch das anschaut, ich finde, es macht vollen Unterschied für das Gesamtbild einfach. Es sieht viel proportionaler aus. Wichtig ist dieser Eckzahn. Mhm. Wie stark der rotiert ist nach innen. Und hier sieht es ja sehr, sehr dunkel und gelb aus. Das liegt einfach, weil da kein Licht reinfällt. Und diesen Zahn haben wir einfach quasi das Nonkalvinier da draufgeklebt von außen. Und der wiegt jetzt so, als ob wir den begradigt hätten. Und die beiden haben wir leicht aufgebaut. Nicht zu viel, leicht. Weil der verschwindet hier auch hier so ein bisschen. Und den haben wir auch ein bisschen nach vorne geholt quasi. Vor allen Dingen, ich wusste nicht, dass wir bei diesem schiefen Eckzahn durch nur so eine kleine Veränderung es schaffen können, dass der einfach gerade aussieht. Weil so macht er mir ja keine Probleme, aber der ist einfach viel zu schief und das ist echt viel zu schwer, um den nochmal gerade zu kriegen. Darum war das jetzt für mich die perfekte Lösung. Und vor allen Dingen meine 2 kleinen Zweier, die neben den Schneidezähnen sind, die waren mir einfach schon immer viel zu klein und viel zu kurz. Die haben auch proportional einfach nicht so gepasst. Und ich wollte einfach, dass sie länger sind und größer, damit das einfach zu den anderen Zähnen passt. Die beiden haben wir gar nicht bearbeitet, aber sieht trotzdem so aus, als ob wir viele Veneers gemacht haben, obwohl es nur 3 Non-Prep-Veneers sind. Nur diese 3 Zähne. Und diese Kleinigkeiten haben so viel ausgemacht, weil wie gesagt, Leute, wir haben an meinen Schneidezähnen zum Beispiel gar nichts gemacht. Aber in dem Video
sieht es so krass aus. Man hätte denken können, man hat die komplette Front einmal neu gemacht, aber wir haben nur diese drei kleinen Sachen gemacht und die Farbe passt so perfekt. Ich war wirklich so erstaunt, weil man hat wirklich null Unterschied gesehen. Freunde, Stand der Dinge. Das sind meine Zähne ohne die Veneers. Das seht ihr natürlich am besten auf der Aufnahme, die ich euch eben gezeigt habe. Also diese Vor-Nachher-Bilder sieht man es einfach perfekt. Du siehst halt auch, wie die durch das Schwarze durchgehen, ne? Wie dünn ist. Ja, krass. Ich rauche nicht, aber ich trinke dafür sehr viel Kaffee. Aber das hat auch bisher noch gar nichts ausgelöst. Also ich würde auch sagen, da achte ich auch immer ein bisschen drauf, auch wenn ich viel Kaffee trinke, dass ich danach nochmal Wasser trinke oder so, damit das die Zähne sich nicht so krass verfärben. Aber falls es dazu kommen sollte, dass die Veneers bzw. meine eigenen Zähne verfärben, höchstwahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe, schneller als die eigenen Veneers. Also die eigenen Zähne können natürlich nochmal verfärben in den Jahren. Und da muss man halt nochmal gucken, dass man die eventuell nochmal in ein paar Jahren vielleicht bleachen muss, damit die wieder heller sind und wieder den, also zu den Veneers passen. Das kann natürlich passieren. Aber jetzt sieht noch alles gut aus, deswegen schauen wir mal, was wird, Freunde. Okay, Freunde, ich fahre jetzt wieder zurück. Oh, die Sonne, wow. Das sind meine Zähne. Ah, toll. Ich mache sie auf dem Weg nach Hause und werde dann alles, was wir so gemacht haben, jetzt mal ein bisschen bearbeiten und richtig geile Stories hochladen. Und ich habe jetzt auch ganz tolle Bilder und so. Ich freue mich so, das ist wirklich sehr schön. Das ist so eine kleine Veränderung, aber es macht so viel aus. Also es sind ja nur drei Veneers, deswegen so cool. Wir haben nichts geschliffen. Oh mein Gott, ich habe keine Nachricht gelesen. Ich kann nicht mehr. Wie süß kann man sein? Also Leute, das war mein Besuch. Ich habe versucht, so ein bisschen mitzufilmen. Jetzt zeige ich nochmal, so sieht das Ganze jetzt hier in der Kamera aus. Tada! Ich muss gerade echt krass überlegen, wo ist die Seite mit dem Eckzahn? Nee, das nicht. Hier. Da ist der Eckzahn und da ist der Zweier. Wir müssen gar nicht diskutieren, das ist natürlich nichts Essentielles. Ich habe es einfach gemacht, weil es mir gefällt und weil ich die Möglichkeit dazu hatte und ich es einfach cool finde. So, ne? Müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber ich habe dann immer gesehen, wenn ich von der Seite geredet habe oder so, hatte ich immer diesen eckigen Zahn. Also mein Eckzahn, der super eckig war, weil er halt auch so schief war, sah der so richtig spitz aus dem Kleinen. Und jetzt sieht es einfach alles schön aus und gerade und das gefällt mir so gut, wirklich. Ich bin so happy. Ich habe gar keine Probleme, wenn man in der Nacht knirschen sollte. Habe ich zum Beispiel auch von Innodentum eine Zahnspange nochmal bekommen, also eine Invisalign, diese durchsichtigen Zahnspangen, von denen ich euch eben erzählt habe, für nachts. Der Termin ist jetzt einige Wochen her und ich bin jetzt noch ultra zufrieden. Es ist bisher nichts passiert, es bricht nicht ab oder sonst was. Also ich merke gar nichts. Das Einzige, was ich merke, ist, dass auf einmal meine Lippen auf meinen Zähnen, alles ist so ebenmäßig. Wisst ihr, was ich meine? Ich war so gewöhnt an diese Ecke, diesen Eckzahn, der so schief war und dann diese kleinen Zweierzähne, dass alles so ein bisschen uneben war. Und jetzt spüre ich sogar mit meinen Lippen, wenn ich die bewege und mit der Zunge einfach, das alles ist so gerade. Und das die ersten Tage war so voll komisch, weil ich war so, boah, alles fühlt sich so gerade an. Also wisst ihr, was ich meine? Das hat sich so ein bisschen anders angefühlt. Mir war es im Endeffekt einfach wichtig. Ich wollte jetzt keine neuen Zähne. Es sind alles meine natürlichen Zähne, außer diese drei. Da ist halt nochmal was draufgeklebt. Es ist nichts abgeschliffen. Wow, das ist mir alles so wichtig gewesen und ich bin so, so happy. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, dass das auch möglich ist, weil ich davon wirklich gar nichts wusste. Es gibt natürlich auch viele andere Alternativen. Also ich bin immer dafür, dass man in jungen Jahren eine Zahnspange tragen sollte. Ich finde so eine Zahnspange im jungen Alter super. Ich finde es ein bisschen traurig, dass ich die damals nicht hatte, sondern erst mit 20 getragen habe. Finde ich, ist eine Zahnspange eine tolle Lösung, ist Invisalign eine tolle Lösung oder man schaut halt wirklich nach sowas wie Non-Prep-Veneers, was ich jetzt gemacht habe. Wenn es hart auf hart kommt und man wirklich ganz starke Probleme mit seinen Zähnen hat, dann finde ich es auch nicht verkehrt, sich richtige Veneers zu machen, wo man dann halt auch ein bisschen abschleifen muss und ein bisschen mehr dran arbeiten muss. Aber dann auch wirklich bei jemandem, der das gut kann und der auch euch danach nochmal beobachtet und guckt, dass auch alles gut verheilt. Und wir haben auch ein paar Fragen beantwortet, beziehungsweise ihr habt mir ein paar Fragen gestellt und ich habe mal mit ihm auch ein bisschen drüber gequatscht und geredet. Und das werde ich euch auch nochmal jetzt erzählen. So die häufigsten Fragen, die ihr gestellt habt. Okay, ich schaue mal hier drauf. Und zwar, wie lange halten die Veneers und sind sie schädlich für die eigenen Zähne? Man sagt so grundsätzlich, dass die Veneers so 10 bis 20 Jahre halten können oder sogar ewig. Also je nachdem, ob man nachts knirscht, je nachdem, wie man seine Zähne pflegt. Immer schön Zahnseide benutzen und sowas, ne? Wenn man natürlich scheiße mit denen umgeht, kann es natürlich sein, dass da irgendwas passiert und man dann irgendwas erneuern muss. Aber wenn man gut damit umgeht, kann es sogar sein, dass die auch für ewig halten. Grundsätzlich sagt man immer 10 bis 20 Jahre. Dann kann sein, dass man da vielleicht irgendwas ändern muss oder vielleicht die Zähne nochmal bleachen, was auch immer. Schädlich sind sie gar nicht, da sie halt auch direkt auf dem Zahn aufliegen. Also die werden natürlich gut geklebt und alles wird perfekt gemacht. Denn die werden ja auch perfekt auf deinen Zahn abgestimmt. Im Labor wird das ja extra hergestellt, dass es
perfekt mit deinem Zahn sozusagen matcht. Und das wird dann so draufgeklebt, dass da keine Lücken, keine Luft, kein sonst was noch zwischen ist, sodass das eigentlich alles perfekt hält. Falls es so kommen sollte, hat man natürlich immer wieder die Möglichkeit, da irgendwie was auszubessern. Aber da wird alles vernünftig gemacht und da sollte auch eigentlich nichts passieren. Dann natürlich eine sehr interessante Frage, und zwar, wie viel kosten die Non-Prep-Veneers? Diese Veneers sind ja eine hauchdünne Keramikschicht, die hand- und individuell geschichtet wird. So kostet halt ein Zahn so um die 1500 Euro. Das ist natürlich auch sehr teuer. Veneers grundsätzlich sind natürlich, ja, also was soll ich sagen? Für meine Zähne würde ich immer viel Geld ausgeben, sage ich mal so, anstatt irgendwie ins Ausland zu fahren und da die günstiger zu kriegen und dann im Endeffekt doch nicht happy zu sein. Was ist der Unterschied zwischen normalen Veneers und Non-Prep-Veneers? Non-Prep-Veneers sind einfach diese unfassbar dünnen Veneers, die ungefähr so 0,1 mm dick sind und auf den Zahn draufgeklebt werden, wo nichts geschliffen wird. Und normale Veneers sind um einiges dicker, so um die 0,8 mm bis 1 mm. Die viel dicker sind und wo der Zahn auch zum Teil auf jeden Fall abgeschliffen werden muss, damit das passt. Falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche euch das zu beantworten. Und ich frage sonst den Mo, der Arzt, der kann euch auch nochmal einiges beantworten und macht das bestimmt gerne. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und es war ein bisschen interessant für euch, das mal zu sehen und das zu hören. Haben wir wieder was Neues gelernt, ne? Weil ich wusste davon auch vorher nichts. Ich finde es total interessant. Ich finde es total cool, dass es das gibt. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!